Wassermann-Zeitalter. Endgültige Aktivierung 21. Dezember 2020. Es ist an der Zeit, wieder etwas zu tun. Es ist an der Zeit, das Schicksal unserer Welt in unsere eigenen Hände zu nehmen. Wir sind uns alle einig, dass der Prozess der planetaren Befreiung zu lange dauert. Hier ist unsere Chance, den Prozess gemeinsam zu beschleunigen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit der kraftvollen großen Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember, um ein Portal zu erschaffen, durch das wir unser Bewusstsein vereinen. Und den Prozess auslösen werden, der uns in das Wassermann-Zeitalter führen wird. Verbreitet dies. Teilt es weltweit. Bitte postet es auf euren Webseiten und Blogs. Ladet spirituelle Gruppen ein, sich uns anzuschließen. Wenn ihr einen alternativen Medienkanal kennt, könnt ihr dies an ihn senden. Ihr könnt ein Facebook-Event für eure lokale Gruppe von Leuten erstellen, die dies in eurem Teil der Welt tun. Wir benötigen auch eine Haupt-Facebook-Gruppe für diese Veranstaltung. Ihr könnt ein Video darüber erstellen und es auf YouTube veröffentlichen. Wissenschaftliche Studien haben positive Effekte von Massenmeditationen und Aktivierungen auf die menschliche Gesellschaft bestätigt. Also kann jeder von euch, der an dieser Aktivierung teilnimmt, tatsächlich helfen, das Wassermann-Zeitalter näher an uns heranzuführen. Diese Aktivierung hilft den Lichtkräften, die Lichtenergie auf der Oberfläche des Planeten zu verankern, um die Zeitlinie, die in das lang erwartete Wassermann-Zeitalter führen wird, weiter zu stabilisieren. Die Anzahl der Menschen, die diese Aktivierung durchführen, ist der einflussreichste Faktor innerhalb der Macht der menschlichen Bevölkerung an der Oberfläche, um den Prozess zu beschleunigen. Wir können die kritische Masse von 144.000 Menschen erreichen, die diese Aktivierung durchführen. Wir können sogar 1 Million erreichen. Dies wird zu einer massiven Heilungskettenreaktion im Energiefeld weltweit führen. Die Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember vervollständigt das Sternentor der Wassermann-Zeitalter-Zeitlinie von 2020, das sich am 12. Januar mit der Saturn-Pluto-Konjunktion geöffnet hat, am 30. Juni mit der Jupiter-Pluto-Konjunktion seinen Wendepunkt hatte und am 21. Dezember mit der Jupiter-Saturn-Konjunktion schließen wird. Der Zweck des ganzen Sternentors der Wassermann-Zeitalter-Zeitlinie von 2020 ist es, die positive Zeitlinie des Wassermann-Zeitalters für den Planeten zu stabilisieren. Während des Jahres 2020 haben die dunklen Mächte ihr Äußerstes gegeben, um zu verhindern, dass sich die positive Aufstiegszeitlinie manifestiert. Jetzt ist es unsere gemeinsame Chance, die positive Aufstiegszeitlinie für immer zu verankern, zu sichern und zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass der Rest des planetaren Befreiungsprozesses reibungslos und schnell vonstatten geht. Im Dezember wird es viele starke astrologische Konfigurationen geben, die zu unserer Hauptaktivierung am 21. Dezember führen werden. Jede dieser Konfigurationen wird ein Zwischenschritt zu unserer Hauptaktivierung sein. Zunächst wird es am 10. Dezember das Pluto-Eris-Quadrat geben, das um 23.06 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht wird. Dann wird es am 14. Dezember um 17.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine totale Sonnenfinsternis geben. Danach wird Saturn am 17. Dezember um 6.04 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Wassermann eintreten.
Und Jupiter wird einige Tage später am 19. Dezember um 14.08 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Wassermann eintreten. Pluto Quadrat Eris drückt die Energie der Kriegsgöttin aus, die gegen das Establishment kämpft. Die totale Sonnenfinsternis am 14. Dezember zeigt ein veränderliches Kreuz einer Sonne-Mond- und Merkur-Konjunktion, die im Quadrat zu Neptun, im Quadrat zum Mondknoten und im Quadrat zu Vesta steht. Diese Energien werden in vielen Gebieten eine rasche Desillusionierung für die Oberflächenbevölkerung nach sich ziehen. Saturn und Jupiter, die in den Wassermann eintreten, werden beginnen, dringend benötigte Wassermann-Energie auf die Oberfläche des Planeten zu bringen, wobei mindestens einer der Hauptplaneten oder Asteroiden von da an bis zum Jahr 2043 im Wassermann verbleiben wird. Die große Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember ist die erste große Konjunktion im Wassermann seit 1405 und sie findet genau am Tag der Wintersonnenwende statt. Dies ist der Moment, in dem die ersten lang erwarteten Energien des Wassermann-Zeitalters endlich beginnen werden, einzufließen. Es ist die naheste große Konjunktion seit 1623. Jupiter und Saturn werden so nahe beieinander liegen, dass man sie fast als einen einzigen Stern sehen wird. Im Okular eines Teleskops wird man beide Planeten sehr nahe beieinander sehen können, wobei sich ihre vielen Monde scheinbar fast berühren. Jupiter und Saturn bei 0 Grad 29 Minuten Wassermann werden ein exaktes großes Trigon bilden mit Alkyone, unserer lokalen Zentralsonne in den Plejaden. Bei 0 Grad 17 Minuten im Zwilling und der Galaxie M87, einer Hauptgalaxie in Virgo. Jungfrau Haufen, als Quelle galaktischer Liebe für diesen Sektor des Universums. Bei 1 Grad 13 Minuten in der Waage. Dieses große Trigon wird extrem starke Energien kosmischer Liebe auf den Planeten bringen. Und dies wird der Auslöser sein, der den neuen Zyklus des Wassermann-Zeitalters einleiten wird. Der Blitz kosmischer Liebesenergien wird von der Galaxie M87 im Virgo-Superhaufen ausgehen. Und er wird viel stärker sein als der Blitz, der während der Aktivierung des Aion-Portals von M87 aus die Erde erreichte. Wir werden unsere Wassermann-Zeitalter-Meditation genau zum Zeitpunkt der Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember, also um 18.22 Uhr UTC, durchführen. Dies entspricht 10.22 Uhr PST in Los Angeles, 11.22 Uhr MST in Denver, 12.22 Uhr CST in Chicago, 13.22 Uhr EST in New York, 18.22 Uhr GMT in London, 19.22 Uhr MEZ in Paris, 20.22 Uhr EET in Kairo, 14.22 Uhr CST am Dienstag, dem 22. Dezember in Taipeh und Peking, 15.22 Uhr JST am 22. Dezember in Tokio und 17.22 Uhr AEDT am 22. Dezember in Sydney. Das bedeutet, um 19.22 Uhr bei uns in DACH. Anleitung. Die empfohlene Zeit für unsere Meditation beträgt 20 Minuten. Erstens. Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Zweitens. Bringe deine Absicht zum Ausdruck. Diese Meditation als ein Werkzeug zu verwenden, um den Auslöser mitzuerschaffen, der das Wassermann-Zeitalter einleiten wird. Drittens. Rufe die violette Flamme aus ihrer primären Quelle herbei, um während und nach der Meditation einen Schutzkreis um dich herumzulegen. Bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. Viertens. Stelle dir eine Säule aus strahlend weißem Licht vor, die von der kosmischen Zentralsonne ausgeht, die dann an die Zentralsonnen aller Galaxien in diesem Universum verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die M87-Galaxie geht und dann
durch die galaktische Zentralsonne eintritt, dann durch unsere Galaxie geht, dann in unser Sonnensystem eintritt und durch alle Lichtwesen in unserem Sonnensystem geht, dann durch den sublunaren Raum und dann durch alle Wesen auf dem Planeten Erde und auch durch deinen Körper zum Mittelpunkt der Erde geht. Fünftens, stelle dir vor, wie dieses Licht alle verbliebene Dunkelheit auf der Erde umwandelt, alle Benachteiligungen ausgleicht, alle Armut beseitigt und der ganzen Menschheit Fülle bringt. Stelle dir vor, wie das zartrosa Licht der Göttin alle Wesen auf dem Planeten Erde umhüllt und ihre Emotionalkörper heilt. Stelle dir vor, wie ein neuer, großer kosmischer Zyklus des Wassermann-Zeitalters beginnt, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, Liebe und Glück bringt. Stelle dir dein perfektes Leben im neuen Wassermann-Zeitalter vor. Sieg dem Licht. Sunshine.